wie du eine natürliche Frau bekommst. Dieses Video gibt dir die Antwort. Nur dieses Video. Denn 99% aller anderen Ratschläge, die du auf YouTube finden wirst, klappen vielleicht für Arschlöcher, die die Disco-Puppe knacken wollen. Aber das sind wir nicht. Und sie wollen wir nicht. Wir wollen kein Püppchen. Wir wollen keine Dramakönigin, die wir manipulieren und in unser Bett tricksen müssen. Du und ich, wir wollen schöne und intelligente Frauen. Du möchtest wahrscheinlich auch eine Frau, mit der du alles teilen kannst. Und so eine Frau lässt sich nicht knacken oder manipulieren. Da ich seit mittlerweile einem guten Jahrzehnt überall auf diesem Planeten mit Frauen tiefe und wunderschöne Erfahrungen sammle, bekommst du nun meine drei besten Tipps, um eine natürliche Frau für dich zu gewinnen. Mein Name ist Andy Friday und mein einziger Job ist es seit Jahren, Männern wie dir dabei zu helfen, Frauen zu verführen und ihnen dabei die Zeit ihres Lebens zu schenken. Denn echte Verführung hat nichts damit zu tun, ein Arsch zu werden, sondern mit Tiefe. Damit du Frauen dieser Art bekommst, achte auf die folgenden drei Dinge. Erstens, sie liebt Erfahrungen. Jeder hat eine Wunschvorstellung, wie er sich sein Traumleben mit Frauen vorstellt. Der eine will in Saus und Braus leben und der andere lässt es einfach so auf sich zukommen. Vielleicht wünschst du dir irgendwann eine Familie. Vielleicht willst du daran aber jetzt noch nicht denken. Aber eines ist klar, es sind die Erfahrungen, die unser Leben erst so richtig lebenswert machen. Bevor du dich für die richtige entscheidest, möchtest du höchstwahrscheinlich schlicht und ergreifend mehr Erfahrungen sammeln. Und solche Erinnerungen, die es wert sind, die baust du mit natürlichen Frauen. Denn genau das ist, was diese Frauen wollen. Natürliche Frauen stehen nicht auf Wertgegenstände. Wenn du ihnen zeigen willst, was für eine Uhr du trägst, was du alles erreicht hast, welches Auto du fährst oder wohin du sie zum exklusiven Essen ausführen willst, dann verliert sie schon in sehr kurzer Zeit ihr Interesse an dir. Natürliche Frauen wollen sehen, dass dir nicht Sachen, sondern Erfahrungen wichtig sind. Aber wie genau machst du das? Hey, in 90 Sekunden wirst du das wissen. Im Buch Die 5 Sprachen der Liebe präsentiert Paartherapeut Gary Chapman die 5 Sprachen, mit der wir als Menschen Liebe aussenden und die dafür verantwortlich sind, dass wir uns geliebt fühlen. Diese sind erstens Lob und Anerkennung, zweitens gemeinsame Zeit, drittens Geschenke, viertens Hilfsbereitschaft und fünftens Zärtlichkeit und Berührungen. Jeder von uns hat eine oder mehrere dieser Sprachen als seine dominante Liebessprache. Und wie es der Zufall so will, haben natürliche Frauen gemeinsame Zeit, also gemeinsame Erfahrungen, als ihre dominante Liebessprache. Übrigens, ich habe dir dafür einen Selbsttest verlinkt, mit dem du in 7 Minuten deine eigene Liebessprache auch herausfinden kannst. Und das völlig kostenlos. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Natürliche Frauen achten also darauf, wenn du dich für ihre Erfahrungen interessierst, du natürlich gerne von deinen schönsten Erfahrungen erzählst und was noch viel wichtiger ist, wenn du mit ihr gemeinsam Erfahrungen kreierst. Sprich mit ihr über den schönsten Urlaubsort, wo du schon immer mal hingehen wolltest oder wo du schon mal warst und erzähl ihr im Detail, wieso es dir so gefällt. Sprich ein Detail an wie diese eine gotische Kirche, dessen Baustil dich schon immer fasziniert hat. Oder vom weltberühmten Flamenco-Festival, das nur alle 2 Jahre im Stadtzentrum dieser einen Stadt aufgeführt wird und wo dann von morgens bis abends die gesamte Stadt miteinander tanzt. Dass du schon immer mal mittendrin in diesem Kreis sein wolltest und das Ganze aufsaugen wolltest. Sprich über solche Details und erlebe sie mit ihr. Indem du spontan bist, indem du zum Beispiel Situationen am Schopfe packst und für dich nutzt. Wenn es zum Beispiel auf der Straße irgendwo Musik gibt, dann frag sie, ob sie tanzen kann. Nimm ihre Hand und fang direkt an, sie zu drehen und einfach auf der Straße mit ihr zu tanzen. Das sind die Momente, in denen du zeigst, dass du genau ihr Typ bist, dass dir ebenfalls Erfahrungen und Erinnerungen wichtig sind. Und damit sind wir bei Tipp 2. Schlag ihr vor, gemeinsam etwas zu unternehmen. Natürlich machst du dich nicht abhängig davon, wie sie reagiert, oder? Wir wissen, dass du emotional unabhängig bist. Du gehst sowieso auf diesen einen Wanderpfad. Du wolltest eh zu dieser einen Ausstellung. Du fragst sie lediglich, ob sie dich begleiten möchte. Und wenn sie das nicht will, dann war das auch keine Abfuhr, denn du gehst ja sowieso hin. Formulier es also so. Sag mal, kennst du den Samstagsmarkt? Der ist echt cool, ich gehe da gerne ab und zu hin. Warst du schon mal da? Nein? Oh, dann muss ich ihn dir zeigen. Dann wird sie sich noch mehr für diese Idee interessieren. Und ja, oft wird sie dich dann sogar nach deiner Nummer fragen. Das ist einem Teilnehmer von mir im Coaching passiert. Er hat einer Frau von einer Untergrundbar erzählt und dass sie unbedingt mal gemeinsam dahin gehen müssen. Und natürlich hat das ihr Interesse geweckt. Und sie hat ihm mehr und mehr Fragen über diese Bar gestellt. Und er hat es sich
verkniffen, ihre Nummer zu holen. Und irgendwann hat sie ihn nach der Nummer gefragt. So einfach kann es gehen. Oft wird sie dich dann nach deiner Nummer fragen. Und für den Fall, dass nicht, beendest du das Gespräch einfach mit den Worten: Hey, wie sollen wir zwei eigentlich in Kontakt bleiben? Und voilà, du bekommst ihre Nummer, ohne dass du danach fragen musstest. Und mein bester Tipp, um natürliche Frauen von dir zu überzeugen: Nimm sie an die Hand. Für natürliche Frauen ist eine so simple, aber starke Geste ein immenses Zeichen von Vertrauen. Wenn ihr euch verabredet habt und ihr während des Dates von A nach B spaziert, dann sag ihr einfach ganz unverfangen: Komm, gib mir mal deine Hand. Lächle dabei und strecke einfach, während du gehst, deine Hand aus. Das Subtile, der Mangel an Tricks, diese Einfachheit, darauf steht die natürliche Frau. Und genauso, wenn es zum Küssen kommt. Aber wie das geht, verrate ich dir in diesem Video.